So, mal wieder ein Stadionflockenkleiner. Heute 5. Spieltag der Bundesliga. Frankfurt gegen Freiburg in Frankfurt. Ich war tatsächlich noch nie da, bin sehr gespannt, wie es wird. Stimmung soll natürlich immer Bombe sein. Wetter ist gerade auch echt klasse. Sind aktuell noch in Gießen. Fahren jetzt knapp 50 Minuten gleich hin und schauen uns das Ganze mal an. Aufs Essen bin ich gespannt, werden wir auch natürlich testen. Und ich hoffe natürlich, dass Freiburg gewinnt. So, wir sind jetzt in Frankfurt angekommen, haben jetzt ein Stück weiter weggeparkt. Jetzt laufen wir erstmal zum Stadion. Stimmung ist bis jetzt ganz gut. Ja. Also es ist mal wieder alles ein bisschen verwirrend, hier den richtigen Eingang zu finden. Aber jetzt laufen wir einfach mal außen rum. Irgendwo werden wir schon reinkommen. So, also durch die Kontrolle sind wir. Hat bei beiden geklappt. Jetzt sind wir unterhalb vom Stadion schon, laufen jetzt zur Osttribüne. Und dann holen wir uns auf jeden Fall mal was zu essen, zu trinken. Und suchen uns dann langsam unsere Plätze. Also es macht auf jeden Fall einen sehr modernen Eindruck. Da kann man schon mal reinschauen. Bin jetzt wirklich mal gespannt. So, jetzt sind wir hier endlich am richtigen Block angekommen. 21 haben wir. Sehr gut, jetzt gibt's was zu essen. So, also wir haben jetzt einen Pilz und einen Feuergriller. Bin ich mal gespannt. Römerpilz habe ich jetzt auch noch nicht getrunken. Schmeckt wie ganz normales Pilz, würde ich sagen. Auf die Wurst bin ich jetzt mal noch gespannt. Also die Wurst ist wirklich sehr gut, leicht scharf, sehr würzig. Das Brötchen ist ein bisschen weich, aber sonst echt nicht schlecht. So, also Essen war wirklich gut. Leider nicht so scharf wie erwartet bei einer Feuerwurst, aber so ist es. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal rein. Bin mal auf die Plätze gespannt. Wir haben jetzt unsere Plätze gefunden. Oberrang. Vor uns wird keiner mehr sitzen. Also Aussicht ist wirklich klasse. Jetzt mal gespannt, wie das Spiel läuft. Freiburg hat zurzeit nicht so stark. Donnerstag auch noch im Europapokal gespielt. Müssen wir jetzt mal schauen, was es wird. Frankfurt aktuell sehr stark. Müssen wir mal abwarten, aber Daumen sind gedrückt. So, Viertelstunde noch bis zum Anpfiff. Wird wahrscheinlich doch spannender als gedacht. Hab ganz vergessen, am Donnerstag hat ja Frankfurt auch in der Conference League gespielt. Hier wird schon gut Stimmung gemacht. Also wird echt ein knappes Ding. Hoffentlich kämpft Freiburg richtig, da könnte es was werden. Also Stimmung ist wirklich der Wahnsinn. Also die Musik ist viel zu laut hier. Da steht man gar nicht die Fans.
So, also erste Halbzeit vorbei. Relativ ausgeglichenes Spiel, bis jetzt immer noch 0-0. Ja, also bei Freiburg geht es nach vorne nicht ziemlich viel, kommt nicht durch. Hinten stehen sie gut. Frankfurt kommt ab und zu durch. Aber es kommt halt eben zu keinem richtigen Torschuss. Müssen wir mal sehen. Frankfurt spielt ziemlich aggressiv teilweise, einige Fouls. Wird auf jeden Fall eine sehr knappe Nummer. Sehr verdient, würde ich sagen. Aber ist jetzt natürlich auch echt schade. Jetzt gerade noch mit dem Abseits am Ende, aber kann man nichts machen. So, jetzt nach dem Spiel noch eine Currywurst. Eine Brezel. Also Currywurst wirklich sehr gut. Ja, besser als das Ergebnis auf jeden Fall. Jetzt geht es wieder eine halbe Stunde zum Auto, gleich wieder durch den Wald. Ich hoffe, dass wir dann noch ein bisschen Licht haben wenigstens. Aber wird schon. Und dann nochmal knapp 2 Stunden im Auto heim. Naja, also Spiel war auf jeden Fall echt, dafür, dass es nur 0-0 war, wirklich der Hammer. Sehr ausgeglichen, also es war absolut verdient. Und ich muss sagen, das Frankfurt-Stadion echt sehr cool. Also ich denke, es war eine gelungene Sonntagabendvorstellung.